Hallo und willkommen zurück in 7 Days to Die, zur feralen Nacht im Tatzdevil. Servus. Besser spät als nie und der blutrote Mond ist natürlich auch am Start. Und wir haben hier so ein bisschen Besuch von Feral-Zombies, okay, die da unten an der Wand rumgammeln und gemütlich vor sich hin sterben. Jetzt können die Cobblestones mal zeigen, was die können. Wurde mir ja auch in den Kommentaren zu... Guck mal, was macht er denn da? Der krabbelt da in der Gegend rum. Soll er mal stehen bleiben? Eh nicht. Ja, stehen bleiben. Gut. Danke. So. Fällt nicht um. Ich habe noch 5 Pfeile übrigens. Scheiße, muss er jetzt da runterfallen? Hast du nicht 500 Bolzen gemacht? Jo. Bin. Jo, dankeschön. So, wer lootet jetzt den Feral-Zombie? Ich bin schon am überlegen. Was haben wir denn da? Da kommen ja immer mehr. Weißt du, was das Witzige ist? Wir gammeln genau dahin, wo ich vorhin gestanden habe. Da habe ich nämlich gerade begonnen, da hinten die Hülle zuzumachen. Da ist ein Kotzer übrigens dabei, ich gerade. Ein Woodframe nicht setzen. Gibt's das? Siehst du, hat schon gelohnt. Ein paar Magnum-Teile. Ja, cool. So. War hier nicht auch noch einer? Nö. Ja, die sind, wie gesagt, ich glaube, die sind da in die Höhle reingepackt und. Achso, du glaubst die gerade jetzt hier matschig. Njam, njam. Njam, 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 njam. Wie gesagt, ich war da hinten gerade am Höhleneingang zumachen, sozusagen. Und die sind alle schön dahin gelaufen. Ja, weißt du warum? Weil die Schmiede unten drunter steht. Nee. Das von der Position her ist die Schmiede ja irgendwo, ja, ich sag mal, weit in diese Richtung. Also weit nach, was ist denn das? Norden, Westen? Süden, Norden, Westen. Ja, ein Wuffi ist auch dabei. Oh, die beiden Kotzer, wo jetzt kommt. Hey, hey, hey. Ja. Das war doch mal ein Teamwork, ey. Ja, ich hab da glaube ich gar nicht getroffen. Doch, du hast ja auch getroffen. Sterben die alle mein Beet hier, oder wie? Ach du. Blöder, ich bei die Kartoffeln. Okay, das kann daneben sein. Wenn die da durch die ihre komischen Haufen die Kartoffeln kaputt machen, das sind die einzigen, wo wir haben. Die 4 Pflänzchen da. Ja, ich hab noch einen Kartoffelsamen irgendwo gehabt. Also die eine Kartoffel, wo unten in den Kisten waren, die habe ich schon jetzt hier gepflanzt, wenn das die war. Sozusagen. Ja, weiß ich jetzt nicht mehr. Wir rennen weiter. Wir rennen weg. Die rennen weg, sind die blöd? Können einfach weglaufen. So. Also zwei sind jetzt weg. Hi. Tatsache, der ist da hinten rum. Ist ja geil. Das hört sich aber irgendwie so an, als wäre das ein Feral-Zombie, oder? Wo du da noch rumhaust. Na, ist ein Verbrannter. Guck mal, siehst du da die Knisterfunken? Ja, okay. Das so sehe ich, durch.
Du versuchst die Luftwaffe zu treffen. Ja. Könnte sich als schwierig herausstellen. Etwas. Naja. Ah, das ist auch schon gleich 3 Uhr. Dann geht das ja ruckzuck. Um 4 ist eh alles dann vorbei. Dann ist es gleich 4 Uhr. Findet ihr das Auto mal Luftwaffe? Sehe ich gerade. Ja, hier ist überall Luftwaffe unterwegs. Oh, da, ja. Oh ja, hängt in der Luft. Hat einen kleinen Durchhänger. Lass dich noch nicht so hängen. Wo ist die andere jetzt hin? Die ist hinten im Baum verschwunden. Ganz da hinten ist auch noch meine. Ah, hier kommt auch noch was irgendwo. Hier rechts. Warte, dass ich. Da kommt einer hoch. Ich ein Bleibegewehr hab. Ein, zwei kommen hier von rechts. Der klimmt schön und funkelt. Guck mal, der rennt an uns vorbei. Ja, gibt's das denn? Das kann ja nicht sein. Wieso rennen die denn an uns vorbei? Und da denn der Feralen ab? Ne, ich sag ja, die haben, als es 22 Uhr geworden ist, war ich da hinten bei der Höhle, beim Höhleneingang, weil ich den zumachen wollte. Oder wenigstens halb zumachen wollte. Ja. Und die haben wahrscheinlich so einen Ticker gekriegt, so nach dem Motto 22 Uhr, plüpp, da steht er, da rennt's jetzt hin. Okay. Deswegen rennen die alle da so quasi fast an uns vorbei. Tja. Ja gut, sind ja nur noch 50 Minuten ungefähr. Ja, und dann können wir ein bisschen aufräumen. Und dann können wir da ein bisschen aufräumen. Ist da unten? Gehen. Nee, ich sehe den nicht. Funkeln irgendwie. Ja, ich sehe es da auch nur funkeln. Okay. Eigentlich da stehen oder vielleicht doch dahin. Ja, ich glaube, der steht da auch. Steht da rum und macht nichts. Ja, läuft aber nicht. Komisch. Nicht, dass der Server irgendwie. Nee, der ist gestorben. Das ist weg. Den haben wir erwischt. Da hinten läuft auch noch einer in der Gegend rum. Nope. Ja, ne? Ah, scheiße. Der Hund ist über den Samen drüber gepackt. Oh. Somit hinten kommt die Sonne. Da kommt ein Polizist, Achtung. Und ein Hund noch. Jo. Mach mal erst den Hund. Warum rennen die alle an uns vorbei, diese Bescheuert? Ich habe ja gesagt, die sind irgendwie getickert. Ist ja strange. Weil ich eben da hinten gestanden war. Also wenn es wirklich so einfach ist, da brauchst du quasi nur ganz kurz woanders hinrennen. Quasi um 22 Uhr. Und dann rennen die ganz woanders hin. So, warte mal. Aber ist ein Kotzer dabei, pass auf. Da ist ein Hund noch. Scheiße. Nicht mir. Wo ist denn der Kotzer? So, der steht hier unten schön. Da steht noch einer in der Höhle drin. Oh, hat eine komplette abgesägte Schrotflinte dabei gehabt. Ja, wunderbar. Was haben wir hier noch? Der hat nix. Der hat nix. Die sind eh schon vergammelt. Ich hab das Ding auseinandergebaut und hab die zwei Teile rausgeholt.
Naja, ist ja gut. Ich brauch's ja auch mal wieder eine. Eine Schrotflinte meine ich. Ja, Schrotflinte habe ich ja. Achso. Achso, Muni müssen wir machen, ne? So war das. Wir müssen unbedingt Munition machen, ja. Oh, Scheiße. Macht der Arno meinen schönen Gatten kaputt. Wieso steht da ein Hund? Wo? Wo? Na, Wie? hier. Da steht da ein Hund. Da. Steht ein Hund auf dem Flur, jo. Wo ist er denn hingegangen? Wieso rennt der Hund jetzt weg? Was ist denn das für eine Scheiße? Hallo? Oh. Ja, da kommt er wieder. Ich hole jetzt die Schrotflinte raus. Komm mal aus meinem Garten hier raus, Junge. Kann ja nicht sein. Ich habe gerade ein Schwein gesehen da unten. Junge, komm da raus. Hier ist was los, ey. Hunde, die weglaufen. Schweini, 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 Schweini. Jetzt kommt noch eine Hilde. Wieder schätzen. Ah, jetzt. Wahrscheinlich hat der Hund das Schwein hier gerochen oder so. Was könnte sein? Oh, da kommt eine Horde. Sag mal. Oh, mit Kotzer. Mit Kotzer? Nicht schlecht. Oh, eine große Horde. Da ist auch ein, da ist ein Ferl dabei. Und Hunde. Fuck. Feralhorde, besser spät als nie, oder was? Ne. Als total. Kann ja jetzt nicht sein. Was ist denn hier los? Gut, ja. Alles verdreht hier. Da kommt noch mehr. Und nicht wenig mehr. Was war das? Das war's nicht. Bin ich jetzt verblutet und hab's nicht gemerkt? Passiert mir öfter. Könnte sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, kann man nicht ändern. Shit happens. Brauchen wir da was von hier unten? Keine Ahnung. Hol mal ein paar Weapon Repair Kits mit. Was köchelt denn hier? Tee. Was ist der Tee? So, mit Tee bewaffnet zurück in, an die Front. Jetzt habe ich auch keinen Hunger mehr. Ich glaube, so oft bin ich schon nie gestorben in 7 Days, ey. Wie in der Staffel hier. So, hier geht's zwei, dreimal gestorben. Ich bin ein bisschen aus der Übung. Habe ich den Eindruck. Passt schon. Ne? Ist nochmal ein Feral? Nö. Wo ist denn mein Rucksack? Hallo, Rucksack? Backpack? Da. Verhülsen?
Klassiker. Hm? Ja, nicht geladen. Schrotflinte angelegt, nicht geladen. Oh, ich hol wieder einen Kotzer. Naja. Zwei Kotzer. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Wie gibt's das denn? Kann ich mich aber beeilen. Eieiei, und ich treffe ihn einfach nicht. Mal gucken, was der Gute hier drin hat. Oh, ein paar Schrotflinten, 10mm Bullets, also die kann ich jetzt nicht gebrauchen. Da kann man die treffen? Ja. Es geht weiter, also das ist noch nicht alles hier. Kann ja nicht sein, ey. Ja, leckt mich doch die Weltermarsch. Müsste irgendwann mein Crossbow mal reparieren, hab nichts dazu und bin total knüllevoll. Dann schmeiß ihn raus. Schmeiß ihn mal weg, den Crossbow. Wieso? Dann gebe ich dir meinen, der ist repariert. Achtung, Kotzer. Oh, der hat eine komplette Shotgun dabei. Cool. Und ein paar Schussmunition. Ich hab doch gewusst. Ich guck und guck. Irgendwas. Ah, Hund. Oh, Tieflieger. Nochmal. Viech. Ne? Nochmal andere Seiten hier auf. No? Hier ist was los. Da kommt der nächste Hund. Kein Hund mehr da. Das ist doch gut. Jetzt weiß ich auch, warum die Zombies alle weggerannt sind. Hm? Jetzt weiß ich auch, warum die Zombies alle weggerannt sind. Warum? Die haben Verstärkung geholt. Da ist schon wieder ein Polizist gespawnt vor uns. Ah, da. Und noch mal einer gespawnt da hinten. Da haben wir ja was zu tun. Hund. Da kommt ein Feral-Zombie.
Geh mal den Polizisten looten. Jo. Ah, Munition. Da ist nochmal Polizist. Ich hab da den Boden gepackt jetzt. Achtung, du. Ja, hast du. Den Feral habe ich mal angeschossen, der ist kurz auf mich. Das passt. Nicht hauen lassen. Zu spät, bin schon infiziert. Kommt noch ein Feral-Zombie. Okay. Boah, was hält der denn aus? Nicht wenig. Wo ist er denn hin? Ah, da. Boah, zwei blaue Magnum-Zylinder. Ja, okay, wenn keiner mit der Magnum bei uns schießt. Das ist knapp. Blaue Magnum-Zylinder ist schon nicht schlecht. Mit dem Ding hier. Ja, okay, das kann man rausschmeißen. So, jetzt haben wir es aber, oder? Luftwaffe schwirrt noch rum, aber sonst. Boah, das war ein Schuss, ey, von hier. Bist du mal mit der Armbrust. So. Boah, nee, guck mal da hinten. Guck mal da hinten. Da spawnen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind da gespawnt. Ach du leck mich doch, die Welt am Arsch. Warte mal, jetzt brauche ich echt mal Dose raus. Ich brauche jetzt was zum Reparieren. Das heißt. Da ein Stick, da ein Stick. Muss auch irgendwas wegwerfen. Hier die Tokens. Tja. Hier ist aber auch was los. Ich bring mal den Scheiß in die Bude und pack das alles in die Kiste rein. Das steht Inventar. Das ist eine gute Idee, vor allem das Fleisch, wo ich hab. Kannst du die Kiste dann gleich mal öffnen? Also, die ist schon offen. Wieder abgesperrt. Die ist schon offen. Okay. Kannst du mich noch kurz oder? Ja, ja. So. So, ich hab drei Shotguns jetzt, ey. Drei Shotguns und zwei Pistolen. Mhm. Wenn ein Pfeil wieder sehen wird, wüsste ich wenigstens, ob ich zu hoch oder zu tief schieße. Mann, Mann. Ja, die stehen im Moment einfach da hinten. Ja, komm, die gehen wir jetzt wegschießen. Willst du die da rumstehen lassen? Hier fliegt noch eine. Eine Sumse, oh, egal. Ja, ich weiß schon. Da oben ist auch eine. Ach, da stehen auch nochmal welche. Mädels. Hallöchen. Streiken. Wow, wo kam die denn her, ey? Blöde. Flatterflügelfieder, ey. Kann da wohl nicht sein.
Ja, ich weiß es nicht, was die Zombies hier heute haben. Also irgendwie ist es verhalten, die sich ganz skurril. Ich auch. Kann nämlich nicht hier hochspringen. Irgendwie ganz strange. Kann das vielleicht sein, dass wir beide Feralhorden abgekriegt haben? Irgendwie. Also angeblich kriegt die immer nur eine. Aber wer weiß. Keine Ahnung. Da geht's dann weiter. Oh, da ist ein Flugzeug. Ich lauf mal wieder. Mal gucken, ob ich mit erwisch. Ja, bring Antibiotika mit. Hier, rein damit. Was? Wie? Wo? So, wartet jetzt. Haben wir jetzt wieder Ruhe? Wie soll man denn so ein Haus bauen, ey? Ja, ist doch wahr. Also ehrlich. Naja. Ja, aber so. Im Endeffekt sage ich mal, wenigstens was passiert die Folge. Ja, das ist wohl wahr. In der Folge gab es wenigstens mal richtig Action. Nicht so wie sonst. Und ihr habt zusehen können, wie ich 5000 Mal daneben geschossen habe. Genau, und ich mindestens genauso oft. Und noch gestorben bin. Naja, gut. Der Taz rennt Richtung Airdrop. Ich renne noch ein bisschen Holz holen. Und dann bauen wir hoffentlich ungestört in der nächsten Folge an unserem Häuschen wieder weiter. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis demnächst. Und tschüss. Wir sehen uns. Bye, bye.